weit verbreitet ist die Meinung, dass man sich zwei Schläger zusammennimmt und damit Schwünge ausführt. Und das sogar noch am Anfang des Aufwärmtrainings. Schlechter als das gibt es gar nichts mehr. Von daher, wenn wir etwas in die Richtung machen, ganz am Ende. Aber ich bin ein Fan davon, lieber nicht zwei Schläger zu nehmen, sondern einen Schläger und das Ganze einarmig. Das heißt, wir werden Probeschwünge ausführen, Schläger in die rechte Hand, linke Hand ruhig auf den Rücken legen, werden Probeschwünge machen, 5 Stück an der Zahl mit einem Arm. Wechseln die Seite, machen das Ganze wieder. Jetzt sind wir eigentlich vorbereitet, Bälle zu schlagen.